Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück bei Fable 2. Ich muss kurz überlegen, wo ich zuletzt stehen geblieben bin. Wie immer ist das eine Weile her, die letzte Folge. Hier haben wir den Troll besiegt und ich glaube, der Mond ist übel groß. Ich glaube, wir wollten nach Platz tun. Boah, ich muss mich heilen, sehe ich gerade, Leute. Ja, Hundilein. Komm her, ja. Heute nennt man einfach mal nur Hundilein. Mir fällt gerade kein Name ein. Das müsste reichen. Jetzt haben wir das mal gesund gemacht. Wie schaut es denn mit unserer Heilung aus? Das ist ja komplett egal. Hauptsache, der ist geheilt. Wo ist denn das? Hier Gegenstände, Verpflegung. Oh verdammt, ich habe gar nichts mehr. Alter, ich habe gar nichts mehr. Ich muss unbedingt was kaufen. Hoffentlich treffen wir einen Händler. Oder wir sind bald da. Egal, mal sehen, was zuerst eintritt. Oder wir sterben ganz einfach. Mache das Loch auf. War ja klar. Das für ein unwohnlicher Ort, total ungemütlich hier. Das ist, erinnert mehr an einen Friedhof als an irgendwelche Stadt. Jetzt geht es wieder durch irgendwelche Katakomben. Schnellreise. Vielleicht schaffen wir es bis nach Platzton, ohne zu sterben. Ich und mein Hundilein, wir sterben in der Wildnis ganz allein, krass. Die Stadtmitte ist hinter dem Hügel. Gut zu wissen, aber wie gesagt, es ist halt ein Friedhof. Verdammt. Findet Reaver. Reaver sagt mir irgendwas. Den kenne ich noch. Hallo. Do, mi, re, do. Ich hab euch nicht gesehen. Klingt furchtbar, oder? Do, fa, mi, ha. Hoffnungslos. Ja, hör einfach auf. Komm, Hundi. Ach, Mensch. Der kannst du immer den Müll ausgraben, weil der wieder irgendwas findet. Was haben wir denn? Oh, 100 Goldstücke. Wahnsinn. Dafür haben wir jetzt unsere Schaufel so abgenutzt. So, jetzt kommt gleich wieder Feinde. Ach nee, fehlen uns noch Schlüssel. Schalüssel. Das größte Haus in Bloodstone, das muss Reavers sein. Geh und lern den Dieb kennen. Geh und lern Reaver kennen. Schon wieder. Das klingt wie... Freundlich ziehe ich meinen Hut, geht und macht eure Sache gut. Wer kennt denn das noch von euch? Kannst aufhören zu buddeln, sonst haben wir ja, geht der Hang ab. Aber als ich eine zweite Socke reingesteckt habe, lief es endlich besser.
Was labert er? Kein Wunder, dass es hier so viel Gewalt gibt. Seht ihr, wie die verdammten Kinder herumrennen und so tun, als würden sie sich umbringen? Früher hätte es das nicht gegeben. Nee, früher war alles besser. Okay, einen Schmied haben wir hier, hier können wir Kohle verdienen. Muss ich schauen, brauche ich... Nee, Geld brauchen wir glaube ich nicht. Ein Fischhändler, und kleiner einkaufen. Ihr schon wieder. Ich bin zum ersten Mal hier, du Trottel. Hey. Ich brauche was mit viel paniertes Hammelfleisch. Hey, war das ein Fisch oder ein Fleischhändler? Ich habe gerade Dönerfleisch für unterwegs gelesen. Nehmen wir das knusprige Hühnchen, okay. Gute Wahl. Westcliff Dorsch. Ihr werdet begeistert sein. Ja, der mag gar nichts, ey. Hammelfleisch, nee. Weißfisch. Ein zwielichtiger auch noch. Was ist denn ein zwielichtiger Weißfisch? Balvarine kann jeder besiegen. Der wahre Abenteurer bevorzugt Meeresfrüchte. Okay. Okay, da suchen wir mal noch einen Händler. Lust auf eine schnelle Nummer? Was? Eine schnelle Nummer oder was? Ich bin im Laden über eine Leiche gestolpert. Schlüssel, damit ich jede Tür öffnen kann. Nur falls ich mal einbrechen. Bitte sehr. Jemand retten muss. Manchmal ist das schon sehr. Sehr lustig, den Leuten hier zuzuhören. Geschenke? Komm zu mir! Was hat denn der hier? Ah, ihr seid zurück! Ich habe epische Balladen zu euren Heldentaten verfasst. Die werden euch sicher gefallen. Okay, lass mal. Lass mal gucken. Du, 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 du. Ich brauche nur etwas Hilfe. Passt. Okay. Ich möchte jetzt mein neues Lied vortragen. Erstaunlich. Den Banditen zu besiegen, war der Heldin Anliegen. Das könnte von mir sein, hey. Die Heldin kämpfte sich tapfer vor, bis Thak am Ende seinen Kopf verlor. Eine Frau für seinen Sohn suchte der Bauer, da legte sich die Heldin für ihn auf die Lauer. Doch der Sohn hatte anderes vor, als auf dem Hof zu bleiben, und sagte seinem Vater, er könne das nicht leiden. Ja. Die Heldin durchquerte Sumpf und Moor. So etwas Grausames sah man nie zuvor. Den Heugeist erledigt und nach Bloodstone geeilt. Dort wird sich eine Kanne mit Tee geteilt. Ist das ein Gedicht oder ein Song? Die Heldin wollte den Magier erretten, den düstere Schatten drohten zu ketten. Der Soldat entführte den Magier geschwind, darüber nicht alle sehr glücklich sind. Das gefällt mir. Wunderbar. Okay. Vielen Dank. Danke sehr. Okay, kann man lassen. So schlimm war es nicht. Ihr seid wirklich eine große Inspiration. Nee, noch jetzt. Machen wir später. In die Hose, richtig? Erst Slow Motion laufen oder was? Geschenk? Nee, Geschenke kannst du behalten. Ich glaube, den Baden, da hören wir später nochmal richtig rein. Alter, wie sieht denn der aus? Ich kenne euch nicht. Was wollt ihr? Quatsch mich nicht voll, ich habe Angst vor dir. Was ist denn das? Oh, Alter, schaut euch mal das Outfit an. Da blinzelt. Woher habt ihr diesen Hut? Der Vollmond. Der Müll, Alter. Wow. Ist mit der Zauberei wohl etwas übertrieben? Der maßt sich an, über die Kleidung von anderen zu reden. Ach, das war ja klar. Pass auf, 100 Goldstücke. Oder eine Unterhose, irgend so ein Schwachsinn. Ich kenne euch nicht. Was wollt ihr? Jaffa-Trank. Okay, den haben wir, glaube ich, schon 10 Mal. Yeah!
Müssen wir denn hier? Bloodstone ist an der Küste gelegen, um das mal hier zu erklären. Ist an der Küste gelegen, ist ein, was heißt ein Fischerdorf, ist eine Kleinstadt, die von der Fischerei lebt scheinbar. Und dafür gibt es Hammelfleisch beim Fischhändler. Mein Glückwunsch. Hey, Liebes, habt ihr mit Reaver zu tun? Er ist hinten. Oh, hallo ihr. Immer wieder schön, Gesellschaft zu bekommen. In mein Küstenparadies kommen nicht viele Besucher. Besonders nicht solche, die dem Wort Paradies eine neue Bedeutung geben. Hey. Ihr seid süß. Jene, die es überhaupt durch Wraithmarsh schaffen, sind immer verwirrt und verängstigt. Aber ihr nicht. Ihr sucht jemanden. Und mal ehrlich, wer in Bloodstone nach jemandem sucht, sucht doch zwangsläufig mich. Aber ich habe nicht für jeden Zeit. Damit seid ihr gemeint. Ich bin jeder, oder was? Ich sag euch was. Also, warum rettet ihr nicht lieber ein paar Reisende? Oder erschlagt ein paar Bestien? Oder erschlagt ein paar Reisende? Die Details sind mir einerlei. Beweist mir, dass ihr meiner Aufmerksamkeit würdig seid. Dann höre ich euch zu. Das war's. Husch, husch. Haut ab. Hasta luego. Goodbye. Allez-vous. Also brauchen wir hier auch erst wieder Ansehenspunkte. Ich glaube, ich gehe den Reaver aus einem anderen Teil. Das ist ein totaler Honk. So soll also mein Hintern aussehen. Ja, wie dein Gesicht. Was ist denn das? Es hilft nichts. Wir brauchen seine Hilfe und er spielt seine Spielchen. Also musst du mitspielen. Sonst bekommt Lucien noch, was er will. Da das Kallistor nicht funktioniert, trennt dich Wraithmarsh vom Rest der Welt. Wenn du Bloodstone verlassen musst, nimm dich vielleicht ein Kapitän mit. Okay. Das ist ja erstmal hier Mieteinnahmen erstmal ein bisschen verbessern. Es wird gekauft, natürlich. Ich würde ja am besten vom Reaver, die sind alle verliebt, vom Reaver die Hütte kaufen und an den vermieten. Und den dann schön mit Mietpreisen unter Druck setzen. Dass der. Ist egal. Was denn das? Ihr habt einen Lern. Ach, das sind Socken für die Statue. Das sind Socken. Wenn ihr es euch anders überlegt. Nee, jetzt nee. Kommt ruhig wieder. Ich will ja immer wie bei GTA oder so auf die Minimap schauen, aber sie gibt hier keine. So, das wird der Captain sein. Schiffskapitän. Schauen wir uns mal an. Nee, ich will nie weg. Ich wollte bloß gucken, wo du bist. Was rennt denn der Vogel mir hinterher? Der sieht ja aus. Hey. Ein Schneider. Was hat er denn? Wir sehen uns morgen. Danke. Ist das ein Schneider? Hey. Das schaut mir nicht so aus. Nee, da gibt's. Habt ihr euren Namen satt? Tränke oder so? Nee, Kasse stehlen wir nicht. Ach, jetzt kann ich ihn anquatschen. Was denn hier los? Braucht ihr Hilfe? Ja, red mit mir, du Opfer. Entschuldigung. Ich frage mich, ob ihr habt, wonach ich suche. Mal sehen. Wenn die Wirtschaftslage anhält, ist alles in Ordnung.
Ich kann dem nichts abverlangen. Das steht scheinbar ein bisschen komisch. Ja, ist egal. Noch ein Geschäft wäre nicht schlecht. Wart ihr schon mal bei einer professionellen? Amateure sind nichts dagegen. Lust auf Doktorspielchen. Was, aber nicht mit dir, Kollege. Was ist denn mit dem falsch? Lust auf Doktorspiele. Wo kauft ihr normalerweise Geschenkhefte zu machen? Nee, aber wenn ich... was bekommt ihr hier in der Stadt? Menschenskinder. Ich würde ja Kuchen kaufen, aber da werden wir wieder... Kommt alle paar Tage neue Ware rein. Ich kaufe mal schnell die Schmiede. Aber dann werden wir wieder zu dick und da sehen wir wieder aus wie eine Kugel. Das wollen wir nicht. Wir sind immerhin eine Superheldin. Also wir alle sind eine Superheldin. Lust auf Spaß? Also, schauen wir mal. Was war denn das für einer? Nee. Spielemeister nicht. Dieses Spiel bei Fable habe ich nie wirklich kapiert, glaube ich. Also, wir müssen Quests machen, um Punkte zu erreichen. Schatzinsel des Schicksals. Wie viele Punkte brauchen wir? 1969. Und hier kriegen wir 7500. Da brauchen wir ja nicht einmal so viel. Was ist das? Es ist was faul. Meine fabelhaften. Wir machen die jetzt einfach. Mal schauen, was faul ist. Ihr fragt euch wahrscheinlich, was hier so stinkt, wie? Ja. Oh, na gut, wir sehen uns später. Willst du mich verarschen? Lass mich raten. Ein Shoppen, stimmt's? Ah, ein weiterer Herr. Nehmt das mal an. Wart ihr im Gasthof in Rookridge? Sucht nach der Ursache der Verschmutzung. Vielleicht verseucht etwas in einer nahegelegenen Höhle den unterirdischen Strom. Ich wäre so gerne in Rente gegangen. Aber wer kauft schon eine stinkende Schenke? Ernsthaft, jetzt geht's wieder zu dir, Hubs. Das ist eine komische Schenke. Die steht so absolut dämlich in der Botanik, dass du die Schenke durchqueren musst, um den Weg weitergehen zu können. Ja gut, wahrscheinlich ist es ein Geschäftsmodell, dass die alle da durch müssen. Haben wir die Kiste hier schon? Haben wir 15 Schlüssel noch? Wie viel haben wir denn eigentlich? Keine Ahnung. Let's fetz. Was wehgetan, Kumpel? Keine Zeit! Ja, da konnte er seinen Satz noch nicht mal zu Ende sprechen. Der Lutscher. Ups, jetzt habe ich mal kurz weggeschaut. Ach so, okay. Geht's in die Höhle, ja.
Die Höhle ist aber auch sehr geil gemacht. Du kommst zum Höhleneingang rein und es geht steil nach oben. Nö. Schon wieder ein Troll. Also Leute, das wird jetzt den Rahmen dieser Folge sprengen. Den Troll machen wir einfach in der nächsten Folge, würde ich sagen. Hier, Hund, ist was. Ja, dann würde ich sagen, Tschüssikowski. Habt noch ein schönes Wochenende.